Warum verarschst du mich mit Thomas? Joine jetzt auf 24sucht.net. Alles läuft hier ganz normal, Leute, aber was passiert, wenn ich zu dem Grundstück laufe? Da habe ich auf einmal 3 FPS, Leute. Und warum habe ich gerade 3 FPS? Passt auf, ich baue das hier auf. Ihr seht schon, da werden massig Beacons sein. Und heute machen wir einen verdammt krassen Prank. Ich muss hier erstmal wieder runterkommen. Runter. Ah, so. Okay. In jedem dieser Truhe sind Beacons. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Truhe abgebaut. In jeder einzelnen Doppeltruhe sind 30 Stacks, keine Ahnung, wie viele in Doppeltruhe passen an Beacons. Und wir werden heute Philipp verarschen. Leute, es wird krass. Er kommt gleich wieder ins Büro. Und ich werde ihm sagen, dass ein Beacon 10 Euro kostet. Wie ihr wisst, wir sind ein Wirtschaftsserver und Beacons haben einen Preis. Wir sind hier gerade übrigens auf meinem Handyserver. 24sucht.net. Ja, auf diesem Server könnt ihr auch mit dem Handy zocken. Es ist ein Bedrock Edition Server. Also Leute, kommt vorbei, speichert euch den Server ein und zockt alle fleißig, was das Zeug hält. Vielleicht sieht man sich ja mal da. Ich freue mich auf euch. Ich bin auf jeden Fall auf Citybuild Hamburg am Start und zockt da auch hin und wieder mal. Gleich wird es auf jeden Fall ordentlich eskalieren. Ich warte jetzt, bis Philipp wiederkommt. Daumen nach oben für den Prank. Eine Ewigkeit später. Okay, Leute, er ist da gleich da. Ich werde jetzt hier alles vorbereiten. Passt auf, wartet mal, damit ich ihn auf jeden Fall drauf habe. Machen wir einmal den hier. So. Dann machen wir einmal den hier, Leute. Okay, drückt mir die Daumen. Okay. Das wird lustig, Leute. Ein paar Sekunden später. Was ist das Problem? Wir haben ein riesiges Problem, okay? Pass auf. Was ist das Problem? Ein Beacon wird gerade für 10 Dollar gehandelt, weil irgendein Otto einen Duplizierungsbug rausgefunden hat. Was? Ja, was, ja. Was? Laberst du mich gerade voll? 10 Dollar. Auf welchem Grundstück? Warum laggt das denn so? Wenn die ganzen Beacons... Ich habe gerade schon ein Grundstück gelöscht. Ich habe noch eins gefunden. Welcher verfickte Idiot war das? Keine Ahnung, wie viele Grundstücke es gibt. Wie geht das? Ich weiß es noch nicht. Nils muss das herausfinden. Ich sehe ja nichts in der Konsole oder so. Oder wer das war oder wie das war. Der hat stackweise Beacons am Spawn gedroppt. Was ist das? Stackweise. Am Spawn? Ja. Wieso am Spawn? Jeder Spieler hat 3 Stacks Beacons. Jeder Spieler. Was machen wir jetzt? Also, ich dachte mir, bevor wir jetzt wieder hier rumdümpeln, den Server offline nehmen müssen und ein Backup laden, scheiß doch einfach drauf, denn ist ein Beacon halt so viel wert wie Kohle. Was? Wir sollen auf den Duke-Bug scheißen. Ja, mein Gott, ist ja nur ein Beacon. Ist ja nur ein Item. Wer hat dir ins Gehirn geschissen? Wir werden doch nicht diese Beacons jetzt so in den Umlauf bringen. Und jetzt willst du wieder ein Backup laden und den Server offline nehmen? Lieber lade ich ein Backup von vor 5 Tagen vom Release, anstatt dass Beacons nichts mehr wert sind. Guck mal, es ist auch eigentlich nur ein Block, der ein bisschen leuchtet. Warte, nein, ich rufe Nils an. Was laberst du? Wäre natürlich gut, wenn wir das fixen, ne? Aber ich wäre jetzt nicht dafür, den Server offline zu nehmen, nur wegen ein paar Beacons. Wir werden doch nicht das mit den... Was erzählst du? Wir werden doch jetzt nicht... Beacons sind mit die wertvollsten Items auf dem Server, als wenn wir jetzt tausende Beacons... Wie konnte das überhaupt passieren, ohne dass wir das merken? Ich komme gerade online, wollte ein Video aufnehmen. Wie kannst du dabei so entspannt bleiben? Wir werden ganz sicher niemals akzeptieren. Ja, natürlich. Ich fand's ja auch scheiße. Bloß jetzt müssen wir es halt akzeptieren. So, jeder Spieler hat 3 Stacks Beacons. Was soll man machen? Shit happens. Mein Gott. Shit happens. Dann lass doch ein Event rausmachen. Nein. Hör auf! Wir werden lieber ein Backup laden, bevor wir so eine Scheiße machen. Ich schau mal, ob ich das noch ein bisschen in Länge ziehe oder ob ich ihn gleich auflöse. Ich kann bloß nicht so laut reden, Leute. Oh mein Gott. Digga, Nils sagt genau das gleiche wie du. Warum passiert uns immer sowas? Und wir werden ganz sicher nicht das so hin... Wir werden das nicht so hin... Okay, was hast du jetzt gemacht? Ich habe mit Nils geredet. Okay, pass auf. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal die Ruhe bewahren. Atme erstmal tief durch. Ich soll tief durch. Ich war das mit den Beacons.
Du warst das mit den Beacons. Ja. Wie, du warst das mit den Beacons? Warte mal, verarschst du mich gerade? Ja. Verarschst du mich gerade? Ich verarsche dich. Warum verarschst du mich? Warum verarschst du mich mit so? Warum verarschst du mich mit so was? So ein Video aufnehmen, alles entspannt. Schule. Alles entspannt. Digga, warum verarscht man mich so? Es tut mir leid, ich wollte ein geiles Video aufnehmen. Es ist echt geil geworden. Es ist echt geil geworden. Leute. Ja, toll. Daumen nach oben für das Video nein, hier. Nein, warum macht man sowas? Rico, dein Drecksprank hat den ganzen Server gefickt, du Vollidiot. Yes. Der Server ist down, jetzt kriegt ihr nicht mehr online wegen diesen scheiß Items. Wegen Items? Wegen Items? Wegen deinen hässlichen Beacons, Junge. Ja, aber was ist hier jetzt? Ja, erklär das mit Nils, ich hab da keinen Bock drauf, Digga. Dieser scheiß Server geht nicht mehr online in Mongo. Digga, was? Was? Du bist so aber alt. Doch nicht wegen Beacons. Digga! Sicher wegen den Beacons! Nee, unsicher, Junge, Nils! Digga, Wilko, du bist so... Laber mich nicht voll. Jetzt sag nicht, dass wir aus einem Prank real. Warte mal. Ich wurde auch gerade gekickt vom Server.